Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Kanal. Ich bin Broken 10 und wie ihr sehen könnt, ich habe ein Replay mitgebracht von mir, von dem neuen Rank-Modus. Was ist der Rank-Modus? Der Rank-Modus findet auf Stufe 10 statt. Es ist eigentlich ein ganz normales Zufallsgefecht, wie man es kennt, nur mit Rängen. Das bedeutet, man muss Gefechte gewinnen, unter den Top 14 sein und dann steigt man einen sogenannten Token auf und kommt in den nächsten Rang nach 3 Tokens. Oder mehr, je nachdem. Es steigt immer pro Rang. Es gibt 5 Ränge insgesamt. In jedem Rang kann man verschiedene Güter erhalten. Premium-Güter und auch anderen Kram. Genauso wie andere Ansätze mit zum Beispiel mehr Reload oder so kann man sich ab jetzt kaufen mit anderer Währung. Die kann man auch durch den Rank-Modus gewinnen. Genau. Und nochmal ein großes Dankeschön an alle Leute, die dazugekommen sind. 7 Abonnenten habe ich dazu bekommen. Und auf das letzte Video 13 Likes. Vielen, vielen, vielen Dank. Und ich brauche immer noch eure Replays. Genau. Ja, ich nehme das zum zweiten Mal auf, deswegen sage ich das alles so ein bisschen schneller. Im Gegnerteam seht ihr auch Panzerkampfwagen 7. Da ist der Paul. Der hat zusammen reingeklickt und ja, ich spiele diesen Rank-Modus gerade auf dem Testserver. Falls ihr da noch Fragen zu habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Morgen kommt ein Gewinnspiel oder beziehungsweise die Informationsvideo zum Gewinnspiel, das bald stattfinden wird. Also für alle, die was gewinnen wollen, dann müssen sie morgen das Video unbedingt schauen. Genau. Ihr seht, der neue Rank-Modus ist genauso aufgebaut wie ein Zufallsgefecht. Ich empfehle euch, schnelle, leichte Panzer zu nehmen oder zum Beispiel eine Grille 15. Eigentlich alle Standardpanzer, obwohl schnelle, leichte Panzer nicht unbedingt. Alles, womit ihr gut fahren könnt, IS-7, EN-100, Grille 15, Badget, Sheldon, T-100 Light und diese Rammpanzer. Also diese ganzen neuen Teile und auch die älteren Standardpanzer, die man ja auch kennt. Kann man alle sehr gut dafür nehmen und macht auch immer gut Damage. Und ja, warum nehme ich das jetzt zum zweiten Mal auf? Weil das erste Mal ist viel zu lange, oder beziehungsweise die Datei war viel zu groß, um genau zu sein, 11 GB. Und das schafft mein PC nicht, beziehungsweise meine Leitung nicht. Deswegen habe ich wieder zu meiner alten, nicht ganz, also ich hatte vorher 25 Frames pro, ach keine Ahnung, pro irgendwas. Und jetzt habe ich 20, also ich habe jetzt ein bisschen wieder bisschen runtergeschraubt, die Qualität. Weil sonst einfach Internetleitung keinen Bock mehr hat und einfach abschaltet. Weil es einfach zu, oder beziehungsweise nicht abschaltet, aber einfach viel zu lange dauert. Also das Video, was ich jetzt davor aufgenommen habe, also das gleiche, Replay, nur ein bisschen mit anderer Vertonung natürlich, hätte 10 bis 11 Stunden Hochladezeit gedauert und ja, ist ein bisschen blöd, weil meine Oma heute Geburtstag hat und ich habe einfach keine Lust die ganze Zeit zu warten und außerdem 10 bis 11 Stunden, Leute, das mute ich meinem PC einfach nicht zu. 10 bis 11 Stunden, außerdem, das wäre dann jetzt so gegen, ich weiß nicht, gegen 12 Uhr nachts oder so, wäre das dann erst angekommen. Also, nein. Okay, ja, nur damit ihr Bescheid wisst, ich bin jetzt zur fast alten Qualität wieder zurückgerutscht und ich habe ja schon fast die 100 Abonnenten, ich freue mich. Ich freue mich natürlich auch über jeden neuen Abonnenten, der auf meinem Kanal findet und auch ein Abo dalässt. Genauso wie ein Like für die Bewertung, falls euch das Video gefällt. Lasst doch gerne ein Däumchen da. Und genau. Ja, ich finde den Rank-Modus sehr, sehr gut, weil man dadurch halt Premium-Güter erwerben kann. Darauf gehe ich jetzt nochmal näher ein mit den neuen Währungen. Die neue Währung ist so aufgebaut, dass man sich verbesserte, zum Beispiel jetzt einen Waffenrichtantrieb oder verbesserten Ansätze oder so kaufen kann. Dafür muss man aber dann halt auch den Rank-Modus spielen. Ich finde es eigentlich relativ gut, dass es auf Stufe 10 ist. So bringen die meisten Spieler noch ein bisschen Erfahrung mit in die Games. Und weil so, wenn es jetzt auf Stufe 5 und 6 auch gehen würde, fände ich es ein bisschen blöd. Ja, weiß nicht. Oder wenn es wie ein Zufallsgefecht aufgebaut wäre, dass auch 9 und 8 dabei wäre, wäre vielleicht auch nicht gar nicht so schlecht. Also wenn es genauso aufgebaut wäre wie ein Zufallsgefecht, hätte ich auch nichts gegen, muss ich ehrlich sagen. Wäre auch eine schöne Idee. Aber so sind wirklich Leute, die einen 10er haben, unter sich dann. Und ja, das Problem ist aber, das finde ich ein bisschen blöd geregelt, dass man, wenn man die Tokens, also 5000 Token, oder nee, nicht die Tokens, sondern diese Extra-Währung, man weiß noch nicht, wie sie heißt, beziehungsweise ich weiß noch nicht, wie sie heißt. Wenn man diese Extra-Währung, braucht man für einen Ansetzer oder jegliche Sachen 5000 dieser Währung. Und mit 5000 kann man sich einen Ansetzer, also kann man sich jedes mögliche Produkt kaufen. Das Problem ist nur,
Man kann es auf jeden Panzer draufschrauben. Das bedeutet, ihr fahrt eure Panzer auf Stufe 10 und macht sie komplett overpowered auf Stufe 8 oder darunter. Ist ja völlig wurscht. Auch 9 geht ja auch. Auf jeder Stufe könnt ihr diese Panzer dann sowas von total übertrieben OP machen. Das bedeutet, die guten Spieler werden noch besser und die schlechten Spieler werden noch schlechter. Oder beziehungsweise haben noch weniger Chance, gut zu werden. Deswegen finde ich, das ist so ein bisschen der Nachteil. Ich finde, wenn sie nur Stufe 10 erlauben, das finde ich dann auch nur auf Stufe 10 Panzer aufgeschraubt werden darf. Weil so ist es einfach völlig unfair. Der Schuss ging durch den Amix durch. Ja, danke. Testserver sehen wir aber noch später öfters. Zweimal durch den Stein geschossen. Das sehen wir dann später noch im Replay. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ein bisschen blöd geregelt. Also stellt euch jetzt mal vor, eine Matilda. Die schießt ja schon 1,52 mit normalen Sachen. Wenn du dann noch den verbesserten Ansätze ranschraubst und dann noch Verbrauchsgüter, lädst du einfach 9,8 Sekunden nach oder 0,98 Sekunden nach. Also das ist einfach wow. Oder zum Beispiel auf dem Sheridan kannst du dann nochmal, na, auf dem Sheridan ist das sogar ganz gut, aber auf Panzern, die ganz schnell nachladen, kann man einfach das Ding drauf schrauben und dann hämmern die dir Schaden rein. Das hält man nicht aus. Hier habe ich jetzt Glück gehabt, dass mir der E3 nicht eine gepfiffen hat. Ja, ich finde das einfach, das ist einfach nicht überlegt, nicht gut überlegt und nicht genug überlegt. Da sollte Wargaming definitiv nochmal nacharbeiten. Weil zum Beispiel ein Type 4, ja auch ein Type 64 oder so, die könnt ihr so hart upgraden, da wird einer, der ein Type 64 liebt und alles, kann den einfach so hart ausbauen, dass einfach ein gegnerischer Type 64 nicht die minimalste Chance gegen hat. Und das finde ich einfach unfair. Also ich finde, wenn man nur Stufe 10 im Rank fahren kann, sollte man die Verbrauchsgüter auch nur auf Stufe 10 aufschrauben können. Ich werde es natürlich auch nutzen, die Verbrauchsgüter. Ich werde das wahrscheinlich auf meinem Objekt draufschrauben, auf meinem Objekt 252U Defender. Das aufschrauben, hier schießt er durch den Stein, ihr seht das erste Mal. Da lade ich nochmal schneller nach, das bedeutet, das ist auch nochmal OP. Und da schieße ich auch durch den Stein durch, Sekunde. Oder beziehungsweise, das war der Snapshot des Jahrtausends. Ja, willkommen auf dem Testserver, hier könnt ihr auch gerne mal durch Steine durchschießen. Panzer, Steine, passt alles, geht alles durch. Genau. Ja, das möchte ich einfach nochmal so zu denken geben. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie ihr den Testserver runterladet, schreibt mich an. Ich werde euch dann nochmal ein Video dazu machen. Sehr, sehr gerne. Und, ja. Sind die Settings wieder so weit unten? Nee, passt. Da ist der TVP. Und, ja, ich freue mich, dass es einfach einen neuen Modus gibt, aber das Blöde ist halt wirklich daran, dass es nicht überlegt ist. Wenn selbst ein RV lädt, dann fast eine halbe Sekunde schneller nach als ein anderer RV, der das alte Equipment drin hat. Also muss man sich einfach mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, was man da so macht mit den... Ich finde es zwar gut, dass es Verbessertes gibt, aber dann sollte es auch wirklich einfach auf der Stufe sein, die der Rank erlaubt ist. Und ich finde es auch schon übertrieben, dass eigentlich der Rank ab 10 ist. Ich finde, der Rank sollte ab 8 sein. Also ab 8, Stufe 8, Tier 8. Also auf Stufe 10 macht es natürlich Sinn. Das Problem ist dann einfach nur, dass sich die Leute dann einfach anfangen, die Panzer zu golden. Gut, wenn man schon mal 1 bis 2 normal gespielt hat, ist doch okay, dass man sich dann goldet. Aber dass man dann anfängt, noch, wenn man noch nie einen Zehner hatte, sich den zu golden, um diese Wettkämpfe mitzumachen und zum Beispiel dann dauerhaft verliert oder so, dann macht man auch seine Wertungen kaputt. Oder man hat halt Glück, aber zum Beispiel, wenn man wirklich keine Ahnung von Zehnern hat, dann steht man einem E3 zum Beispiel gegenüber oder was auch immer und hat keine Ahnung, wo man durchschießen muss. Und sowas finde ich einfach total Mist. Ganz einfach, das muss ich jetzt ehrlich mal raushauen. Also, das ist wirklich Mist, dass sich Leute dann hochgolden einfach in diese Stufen. Also ich habe mir ja den T57 Heavy, die IS-7 und das Objekt, nee, Objekt habe ich auch ein bisschen nachgeholfen. Badshed, glaube ich. Ja genau, Badshed war es. Die drei habe ich mir komplett ohne Gold nachgeholfen oder wenn mit ganz, ganz wenig. Und die anderen habe ich ein bisschen mehr Gold ausgegeben, weil ich die einfach haben wollte in meiner Garage. Ja, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden, ob er Gold ausgeben möchte für die Panzer oder auch nicht.
Wenn zum Beispiel das, jetzt zum Beispiel hier das Objekt 704. Ich fand diesen Panzer einfach komplett kacke. Das muss ich einfach mal sagen. Es ist einfach ein Panzer. Er hat zwar eine nicht schlechte Panzerung, er hat eine nicht schlechte Gun, aber diese Kugeln, die suchen so oft irgendwie, versuchen sich, denken irgendwie, sind Landminen oder weiß nicht, ob da ein Maulwurf unterm oder so ein Magnet unter der Erdoberfläche ist, keine Ahnung. Die saugen diese Granaten einfach sowas von an, das ist Wahnsinn. Also du bist voll eingeaimt und die Kugel fliegt trotzdem noch in den Boden. Und das ist einfach völlig nervig bei denen, außer beim Zehner. Der Zehner trifft sehr, sehr gut. Obwohl er so eine Wumse-Gun hat. Aber ich finde das, fand den irgendwie total, weiß nicht, mochte den überhaupt nicht. Achter hat Spaß gemacht, habe ich auch Gunmark drauf, aber der Neuner ist echt ein Panzer. Boah, mit dem kam ich nicht klar. Also ich weiß auch nicht warum, aber es ging einfach nicht. Und, genau. Ja. So. Ich krieg jetzt von hinten vom TVP, das war unüberlegt von mir. Er schenkt mir jetzt alles ein. Ich habe Heat drin. Tja, das war blöd. Ich habe nicht bedacht, dass Heat ja hängen bleibt. Jetzt kommen wieder die Leute bestimmt, die sagen, oh, du schießt mit Heat. Punkt 1, das ist Testserver, da schießt sowieso jeder mit Heat, APCR oder so, also alles mit Premium. Normalerweise, weil ihr habt über 100 Millionen. Da könnt ihr nicht leer gehen von eurem Geld her, außer wenn ihr tausende Panzer kauft. Und wenn ihr Heat abkriegt, warum sollt ihr nicht auch Heat schießen? Ganz ehrlich. Das ist, finde ich, meine Meinung. Genauso im E100. Also hätte ich den... Warte. Getroffen. Hätte ich zum Beispiel jetzt die Maus, wenn ihr Heat die ganze Zeit abbekommt, warum sollt ihr nicht Heat zurückschießen, oder APCR zurückschießen? Also, gleiches Recht für alle. Sagen wir mal so. Genau. Deswegen, ich zeige euch jetzt noch schnell die Auswertung. Ich hoffe, dieses Mal sind die Gigabyte nicht so hoch. Also ich guck mal, wie schnell das hochgeladen ist. Es ist jetzt gerade 15:37. So, 3.688 Schaden gemacht. 12 Schuss abgefeuert, 8 getroffen, 7 durchgeschlagen. Also ein bisschen bekloppt geschossen. Ja, stimmt. Distanz von nur 300 Meter, 1.426. 34.000 Miese gemacht, aber ist auch klar, was ich da alles dabei hatte. Ist ja auch logisch. Genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Däumchen da. Wenn nicht, dann nicht. Habt noch einen schönen Tag. Vergesst nicht, morgen kommt das Gewinnspielvideo. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.